Hallo. Wir sind keine Rassisten. Unter uns befinden sich Deutsche sowie auch Ausländer. Alles, was hier in Hartz IV TV gezeigt wurde, beziehungsweise noch gezeigt wird, ist nicht ernst gemeint. Uns sind Nationalitäten egal. Jeder, der diesen Humor anstößig finden sollte, sollte nun wegschalten. Ihr seid nicht gezwungen, diese Videos anzuschauen. Oh, bevor ich es vergesse. Wenn ihr uns abonniert, würde uns das sehr freuen. Je mehr Abonnenten, umso mehr Videos. Auf Wiedersehen. Hartz IV TV. Das Fernsehen am Nachmittag für Menschen mit einem niedrigen Intelligenzquotienten präsentiert Ihnen eine spezielle Folge von Hartz IV TV. Hinter den Kulissen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Unterhaltung. Hallo Leute, ich bin Barış, der Kopf der ganzen Sache, also von BNG Live. Ich wollte mich im Namen der Crew bei euch herzlichst bedanken. Ohne euch, den Fans, würden wir erst gar nicht diese Videos produzieren. Die positiven sowie auch die negativen Kommentare motivieren uns bis zum geht's nicht mehr. Also das heißt, wir werden weitermachen und bald mit der zweiten Staffel von Hartz IV TV beginnen. Also seid gespannt und ja, bleibt am Ball. So, das ist mein Arbeitsplatz. Ein bisschen unordentlich, ich weiß. Das ist mein Mikrofon übrigens, wo ich immer diese Gay-Stimme mache. Gays online, Gays online. Klatsch, 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 klatsch. Klatsch, 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 klatsch. Die Videos selber bearbeite ich mit dem Magix Video Deluxe. Klasse Programm, sehr zu empfehlen. Das ist die Projektdatei von der Folge 10. Da kann man mal sehen, was das für eine Heidenarbeit sein kann. Oh, da wird mir jetzt schon wieder schwindelig. Jo, die Kamera selber kann ich euch nur mal im Spiegel vorführen. Das ist eine Sony HDR SR12E. Die besitze ich mittlerweile schon seit 3 Jahren und in und zum Stich hat sie mich noch nie gelassen. Kleiner Scherz. Wenn ihr euch wundert, was das hier oben ist, das ist ein Adapter für mein Bluetooth-Mikrofon hier, wo ich gerade reinspreche. Ja, ja, Technik, Technik. Als netten Abschluss wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie es denn bei uns so abläuft, wenn wir ein Video drehen wollen. Zunächst einmal nehme ich dieses Telefon hier und rufe ein paar Mitglieder der Crew an, um zu fragen, wer denn Zeit für den Dreh hätte. So, jetzt wähle ich mal die Nummer. Hallo Andreas! Hey, yo, Boris! Was ich fragen wollte, Digga, hast du morgen Zeit, Video drehen? Morgen, lass mich nachschauen. Morgen ist Sonntag. Morgen ist Sonntag. Ja, Digga, ich bin morgen dabei. 14 Uhr bei mir im Hof? Klar, Digga, ich bin dabei. Hey, wer hat das Lauf dabei, Tolga? Gib mir mal kurz, ich will euch mal mit ihm sprechen. Hallo? Hallo, Tolga. Ja? Wie geht es dir? Gut, und dir? Gut. Ich wollte dich fragen, hast du morgen Zeit? Wie schwer, ich hab Zeit. Um 14 Uhr bei mir? Ja. Wir ja, zwei? Ja, um 14 Uhr bei dir. Aber rasier dich. Ja, ich rasier mich. Ich, Andy, Kevin. Hey, Kevin, super. Gib mir mal Kevin. Hey, Kevin! Hallo? Hallo? Ja? Kevin? Ja? Kamerad! Ich wollte dich fragen, ob du morgen um 14 Uhr bei dem Videodreh dabei sein könntest. Na klar, Kamerad! Kamerad, das freut mich. Was drehen wir dann? Ja, wir drehen so einen Special-Scheiß, weißt du schon? So das Übliche halt. Ja, das Übliche halt so, ey. Ja. Gut, Jungs, dann das freut mich, dass ihr dann dabei seid. Dann, ja, okay. Dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr, ja? Ja, okay. Gut, super, dann bis morgen. Ciao, ciao. Okay, ciao. Als nächstes schreibe ich das Drehbuch an meinem Computer. Ich habe sehr viele kranke Ideen, die natürlich in der Hinsicht zur Geltung kommen. Und wenn das Drehbuch dann endlich fertig ist, drucke ich es an meinem Hightech-Drucker aus.
wenn das dann auch erledigt ist, packe ich meine Kamera in die Tasche ein und ja, warte auf den morgigen Tag. Hey, alles klar? Ja, Mann, bei dir? Passt schon. Wo sind die anderen? Weiß nicht, die kommen, glaube ich, noch. Wie lange wartest du schon? So 15 Minuten. Okay. Jo, scheiße, alles klar, ey. Passt schon bei dir, Mann. Hey, servus, Mann. Jo, Kevin. Alles klar, Mann. Ja. Digga. Passt schon. Wo ist der Rest, Mann? Die kommen noch. Unterwegs. Ah, da sind sie. Ah, hey, Jungs. Auf jeden Fall mal gestern im Wodka, weiß ich ja, einfach so auf Ex runtergehauen aus. Okay, wir schauen jetzt mal in unser Drehbuch. Burak, bei dir ist alles in Ordnung. Ja. Hey, Burak! Hey! Alter, ich bin wieder voll mit dem. Hast du wieder so viel getrunken? Nee, nicht getrunken. Ich kann gar nicht schlafen. Keine Ahnung. So, Leute, es ist 2 Uhr. Wir sollten ein Video drehen. Oder? Heute gespielt. Ich sollte, ja. Muss ich mich heute wieder schminken? Ja. Oh. Was passiert? Guck mal, komm jetzt. Ja, ja. Hey, du, ich gebe dir 10 Euro, wenn du noch. Alter, weißt du, wie cool wir sind? Wir sind richtig cool, Mann. Wir gehen lieber grün. Mein Schnürsenkel ist offen. Omi! Jungs, fünfte Gastzeit? Ja. Ja. So Leute, das war's, unser Videotag. Ja, abonnieren nicht vergessen, ne? Abonnieren! Ja. Abonnieren! Abonnieren! Abonnieren. Achtung, wir zeigen Ihnen nun die Szene, die an diesem Tag gedreht wurde. Deutschland! Ja, Kamerad! Du machst es von hinten, du Dreckschwein! Kamerad, du sagst ihn, ja! Dreckschwein! Yeah, musst du squirten! Kamerad, halt still! Gleich bin ich soweit! Deutschland! In jedem Nationalsozialisten steckt ein Homosexueller! Kamerad, lass mich diese dreckige Sau anpissen! Ja! Pissorgie! Jetzt kommt es, du dreckiges Schwein! Pissorgie! Yeah! Kamerad! Yeah, du dreckiges Schwein! Das ist geil! Dem haben wir's richtig gegeben, was, Kamerad? Ja, Kamerad, das war richtig geil, war das! Und die Kippe danach ist das geilste überhaupt! Gehört dazu! Ja! Das Urinieren war auch nicht schlecht. Abwechslung, Abwechslung. Hey! Hey, habt ihr Lust auf Schläge? Ha, die Kümmeltürken denken, dass sie uns gegenüber überlegen wären. Solche Idioten! Scheiß Türken! Verfluchtes Asi-Volk! Wenn ich könnte, würde ich alle Ausländer in Deutschland lynchen. Ich glaube, das heißt ja. Los, Kameraden! Deutschland! Bereitet euch auf den Kampf vor! Oh mein Gott! Der Super-Türke! Wir sollten fliehen, Kameraden! Ich habe keine Lust, heute aufs Maul zu bekommen! Ganz deiner Meinung! Salam alaikum! Auf, ja! Ne oluyor ya? Salak mısın, nasılsın ya? Orhan abi. Evet.
spielen wir Fußball. Ja, ich mache euch alle fertig. Fußball? Ich weiß, wir wollten euch gerade töten, aber könnten wir vielleicht mitspielen? Nein, Mann, du Wichser. Warte, du weißt, wir sind Türken mit Niveau. Ihr dürft nicht so sein wie die. Ja, ihr dürft. Jawohl, Kameraden. Die Türken sind ja doch nicht so scheiße, wie wir dachten. Aber trotzdem bleibt er der Feind.